Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe Spriting Live mit Zelda Ocarina of Time. Ich heiße alle willkommen, die noch nicht dabei gewesen sind oder vielleicht auch die Leute, die es sich gerade nicht live angucken, sondern aus der Dose sozusagen bei YouTube dann dort reinschauen. Wir haben beim letzten Mal etwas Überlänge gehabt, weil wir wollten es in den Waldtempel schaffen und das haben wir auch mit etwas höheren Anstrengungen als denn nötig, aber wir werden den Waldtempel heute angehen und vielleicht reicht es sogar, dass wir dann in dieser Stunde das letzten Endes dann angehen werden. Ich sehe, Leute im Chat waren eh schon in der Pre-Show fleißig dabei und jetzt auch nochmal einige mehr dazugekommen, etwas über 300 Leute. Mal sehen, wie viele dann auch noch dazu stoßen. Die werde ich dann willkommen heißen. Wie gehabt, gerne über den Chat austauschen. Ich versuche parallel den Blick da drauf zu behalten, dass wir auch sozusagen miteinander ein wenig kommunizieren. Also falls ihr irgendwas seht, was ich übersehe, ist ein bisschen länger her, dass ich den Waldtempel gemacht habe. Da nehme ich eure Hilfe und eure Tipps gerne in Kauf, wenn es denn soweit ist. Ja, und nicht vergessen, ansonsten dann entweder eben über den Chat oder über Twitter mit dem Hashtag GregorZockt. Da ist er auch noch da. Na, komm mal her. So, ich habe ganz vergessen, dass da noch ein Wolf dann herumfleucht und so weiter. Müssen. Ach Gott, das sind zwei Wölfe. Okay, blocken und hauen. Ich finde immer noch, dass die Steuerung im 3DS ein bisschen ungelenk ist, dadurch, dass man keinen Z-Knopf und alles hat. Sollte man erst von oben rein, oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Da gab es ja die obere Plattform. Und guck mal, eine Skulltula. Die werden wir uns auch gleich mal einverleiben. Ah, ich weiß nicht, ob wir den Tempel wirklich heute schaffen, ne? Weil der ist schon ein bisschen umfangreicher als eine Stunde. Okay, warte mal. Habe ich den Enterhaken? Ich habe ihn, ne? Wo bist du? Der habe ich immer sehr gerne mit dem Enterhaken dann auch geholt. Die Skulltulas. Die goldenen. So. Ein kleiner Schlüssel da hinten, oder? Okay, das war's nicht. Ich dachte, der springt automatisch darüber. Oder wie soll ich das am besten machen? Ah, oder mit dem Hookshot rüberziehen an der Kiste lang. So richtig gut gehopst ist er ja nicht, der Link gerade. So. Dann, worauf habe ich es? Auf Y? Geht das mit der kleinen Kiste? Ja. Und? Den Schlüssel nicht vergessen. Denn sonst hätten wir es bereut. So, dann gehen wir mal rein. Hier kriegt man den Bogen auch dazu, ne? So schnell, so viele coole Items. So. Auch. Das war auch das Schöne mit dem Hookshot, kann man die direkt von vorne anzwiebeln. Die großen Skulltulas. Sollte also voll okay sein. Oh, und die große Halle hier alleine. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die dummen vier Geister. Oh, und das ist hier auch, wo die Wallhands, ja, die Hände dann kommen und einen greifen. Oh, von denen habe ich immer noch am meisten Schiss. Aber okay, was war denn jetzt hier die beste Vorgehensweise? Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir haben nur den hier. Da wird's eh, ja, es ist eh recht umfangreich. Ich kann mich auch noch erinnern, wo man dann durch viele Teile muss, ja. Bisher habe ich noch nicht so viel versagt, Chat, oder? Ja, so viel die Gelegenheit gab es auch noch nicht. Viel zu versagen. Ich wette, es wird noch kommen. Sehe die Fragen, die im Chat auch noch sich daran drehen, ob ich ein Sprite-Seeing von Majora's Mask machen werde. Wenn das hier gut funktioniert und es zeitig passen sollte, dann sicherlich. Aber ich weiß natürlich nicht, wenn Majora's Mask rauskommt für den 3DS, ob das dann auch so passt wie jetzt. Ich würde es auf jeden Fall in Angriff nehmen wollen. So. Ups. So.
Das war's mit dem Schild. Dann die Dinger abprallen lassen. Die Schädel, damit die nicht mehr so ihr Geisterfeuer haben. Dann betäuben. Mit dem... mit dem Enterhaken. Oh nein, falsche Taste. Ah, ich bin ein Vollidiot. Ich wollte doch eigentlich gucken. Dann legen wir lieber nicht. Legen wir lieber die Bomben darauf. Scheiße. Jetzt habe ich eine Fee verdödelt. Ich wollte eigentlich auf der anderen Seite klicken. Das ist hier nämlich auf dem Touchpad, um zu gucken. Konnte ich hier denn schon rüber? Nee, ne? Das ist dann, wenn sich die Wand doch umdreht, oder? War das hier schon? Das müsste doch irgendwo hier kommen, ne? Oh, Pfeile sind aufgemalt. Alles klar. Wer hätte gedacht, dass man sich der Pfeile hier bedienen sollte? Jetzt muss ich doch erstmal gucken. Wie war das? Ach so, ah, alles klar. I understand, ich weiß jetzt wieder. Ich weiß jetzt wieder. So. Drucksen. Das war mal so schön. Dann bei Ocarina of Time, dass es komplexer und komplexer wurde. So. Außen herumlaufen, ne? Oder? Wie war das? Hier, genau. Jetzt hat sich das hier geöffnet. Da können wir auch noch rauf. Und jetzt können wir das nach hinten drücken. Damit wir da rüber können. So, bevor ich darauf gehe, ich will noch mal bei der Leiter gucken. Ups, nicht die Leiter. Pff, aber ja, warum auch nicht? Klettern wir eben noch mal rauf. Ich wollte eigentlich die andere mir angucken. Noch mal ein herzliches Willkommen für alle Nachzügler. Knapp 400 Leute jetzt schon dabei. Wir sind schon fleißig dabei, den Waldtempel zu bewalden. Wo war denn die Leiter hier, oder? Sag mal. Mach mich ganz kirre hier. So. War hier nicht noch eine Leiter irgendwo? Ach, jetzt bin ich ja auch egal. Who cares? Lass mich einfach weitermachen. Nicht zu sehr in Details verstricken. Ich bin schon ganz für Dark Souls. Zur Sicherheit den Schild hochhalten, egal wie man hingeht. Nur Link hält hier natürlich dann immer so. Okay. Also. Das haben wir jetzt so gemacht. Wie war das denn nochmal? Kann ich hier rauf? So kann ich das Ding nur greifen. Oder war es komplett reinschieben erstmal? Boah, ich weiß es auch nicht mehr. Aber der Pfeil zeigt doch in die Richtung an. Nee, das war wirklich rauszunehmen. Das fängt ja schon mal gut an. So. Ich hätte irgendwie gedacht, dass ich hier raufklettern kann und dann hier rüber jumpen. Aber dem ist nicht der Fall. Dann muss ich doch zu dieser ominösen Leiter hin. Ups. Hier herab. Ach komm. Guck. Da ist sie. Das war's. Hier hoch. Immer so verwirrend. Ich höre ihn doch. Ich höre doch die Geister. Die Geister, die ich rief. So. Jetzt können wir es doch richtig rummachen. Kann ich mich da runterfallen lassen? Ich glaube schon, aber egal.
So. Gehen wir rauf. Jetzt können wir den roten Block ganz nach hinten verschieben. Weil... Ja, und die Tipps, du weißt ja, Gregor, wenn du nicht weiter weißt, such dir einen der Gossip Stones. Nee, die werde ich nicht benutzen. Ich habe ja auch den Chat hier, ne? Ich habe es ja vor ein paar Jahren das letzte Mal durchgespielt. Ich weiß zwar nicht mehr exakt jedes kleinste Rätsel, wie es gewesen ist, aber das ist ja auch der Spaß, dass man es dann nochmal entdeckt und herausfindet. So, jetzt müsste der Raum kommen, der sich dreht, oder? Oder ist es hier schon? Nee. Hier kommen die hier. Okay. Na komm. Alright. Können wir das schon mit dem Enterhaken machen oder brauchen wir dafür den Bogen? Brauchen den Bogen dafür, ne? Ah, scheiße. Kommen wir erst mit dem Bogen voran. Und den einen kleinen Schlüssel haben wir schon benutzt, ne? Das heißt, wir müssen wohl erstmal in den Garten rüber. Aber gut, da wissen wir hier schon mal Bescheid. Obwohl, warte mal, das können wir doch mit Speichern machen, oder? Speichern und beenden. Dann sind wir nämlich wieder am Eingang des Tempels. Muss ich nicht zurücklaufen? Dann kann ich gleich mal die andere Tür nehmen. So machen das die coolen Leute. Knapp 460 Leute dabei. Ups, ah, ganz vergessen. Lass mich vorbei. Ich will euch gar nicht bekämpfen. Nicht noch einmal. So. Zack. Skulltulla ins Gesicht. Herr Doktor, ich habe eine Skulltulla im Gesicht. Bitte bewegen Sie sich nicht. Also, die Tür hatten wir genommen. Wo ging's denn in den Garten dann rein? War es der vordere oder der hier unten? Guck mal, hier ist die Tür zu. Wahrscheinlich erst, wenn wir die anderen Sachen aufmachen. Aber da ist so eine Tür. Guck mal, wie die offen ist. Pfeil und Bogen hätte ich schon ganz gerne jetzt schon. So, noch eine... Oh. Guck mal, direkt, ohne dass man Zeit hat, das zu machen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay. Okay, eher normale. Ich habe mal einen sehr interessanten Artikel gelesen, bei dem es darum ging, wie das Kampfsystem von Ocarina of Time zustande kam. Es ist inspiriert von so Theateraufführungen, in Japan so Kabuki-Theater. Wo man im Theater dann quasi so diese Einzelduelle dargestellt hat für die Theaterstücke. Das war ein bisschen so inspiriert, dass jeder nacheinander sozusagen... Sag mal, ich halt doch das... Ich halt doch den Schild hoch. Alter! Ich hab den Schild doch hochgehalten. Dieses Schwein. Der Backstab geht hier nicht so gut. Ey. Noch eine Fee verschwendet, ey. Oh, aber da ist eine Fee. Da ist eine Fee. Oh, oh. Bitte nicht sofort nehmen. Bitte nicht sofort nehmen. Bitte nicht sofort nehmen, die Fee. So, oh, nicht, Items. So. Okay. Da war auch eine Fee. Habe ich mir die nur eingebildet? Scheiße. Da! Puh. Mann, 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 Mann. Ich will meine Feen doch nicht verschwenden. So. Jetzt dürfen wir zumindest schlüsseltechnisch versorgt sein nochmal, ne? Ein kleiner Schlüssel.
Alles Klärchen im Pupärchen. Hopp. Schädelman. Jetzt knapp 530 Leute dabei. Auch euch herzlich willkommen. Ihr seid die Nachzügler der Nachzügler. Habt groß verpasst, wie ich hier dominiere. Im Waldtempel. So. Hymne der Zeit, ne? So, mal gucken, wie sie denn hier ging. Schicke ich den Block in die Vergangenheit oder was passiert dann dort? I am not sure. So, und jetzt bin ich im Garten gelandet. Ups. Immer schön betäuben. Ups. Schön betäuben. So, Octorok, schieß mich an. Haha, ins dein Gesicht. Dummer Octorok. Du Schwein. So, da war der Gully unten. Hier konnte man hoch, aber... Ah, weiß jetzt nicht genau, sollte ich jetzt schon das hier alles machen? Oder brauche ich erst Pfeil und Bogen dazu, um das vernünftig machen zu können? So, das geht nicht, ne? Kann ich das nicht am Efeu machen? Das bringt hier noch nichts. Aber dafür ist ja da, dass wir uns dann einmal vernünftig hier umschauen. Okay. Ups. Oh, ein Herz. Das nehme ich mit. Das soll mich nicht stören. Oh. Scheiße, das ist ja noch eine. Das soll mich stören. Okay. Aber dann... Oh Gott. Da reicht der Hinterhaken nicht mehr. Da brauche ich Pfeil und Bogen. Oh doch, reicht. Dachte, ich brauche Pfeil und Bogen zu. Aber ja, an dem Efeu kann ich mich hochentern, ne? Enterhaken. Ups. Zu schräg. Zu schräg! So, ich hasse das immer. Jedes Mal. Okay, jetzt sind nochmal zwei Stalfos da, oder? Oh! Oh, eine größere Kiste. Kompass, würde ich jetzt sagen. Die Karte ist es. Doch nicht der Kompass. Ach, wie umfangreich der Tempel mal wieder ist. So. Sie jetzt aber mal shaven. Shaven. Ach nee, doch keine zwei. Oh ja, guck mal, wie Pipifax der ist hier. So. Hab ich den kaputt gehauen. Ups. So. So. Haben wir es rüber geschafft. Treten wir rauf. Lassen wir das Wasser ab. Aus dem Gully. So wie es sich gehört. Ich würde sagen, wir kommen bisher eigentlich relativ solide ran, ne? So. Sind irgendwas, was wir hier noch machen können sollten? Das klappt echt gut mit dem 3DS. Hier die Bewegungs-Glott-Steuerung. Das finde ich ganz angenehm. Heize! Heize! Ups, da sind sie ja wieder da. So, Octorok. Sprüh mich nochmal an. Alter, warum? Jetzt aber. Okay.
erwischt. Nervig, nervig. So, dann gehen wir mal in den Gully jetzt rein. Ups. Herab. Ich will doch springen. Hey, Zicke! So, war hier unten nicht noch eine Skulltula? Nein. Guck mal, jetzt haben die Graffiti hier unten, ne? Auf dem N64 war hier kein Graffiti, oder? Ja, aber zum Wassertempel dauert es noch ein bisschen. Wir haben ja noch den Feuertempel vor uns. So, noch ein Schlüssel, oder? Zwei kleine Schlüssel. Wir haben zwei kleine Schlüssel. Oh ja, habe ich zwei kleine Schlüssel hier. Oh, dieser Waldtempel. Sagt sich der Trant. Jetzt sind wir wieder dort. Okay, da würde ich sagen, jetzt können wir... Sag mal, wieso seid ihr wieder existent? Ich bin noch nicht mal einen Raum weitergegangen. Jetzt müssten wir ja eigentlich dann... Jetzt haben wir zwei kleine Schlüssel. Zumindest an den Stellen vorbei, wo wir noch nicht vorbeigekommen sind. So, die Tür, da war der erste kleine Schlüssel. Bei der waren wir noch nicht, oder? Doch, waren wir. Wollen wir mal checken. Hier waren wir noch. Mal kurz checken, wo wir abgeblieben sind. Ist schon ein bisschen verwirrender, der Waldtempel hier. So, aber da wollten wir hin. Meine weitere Tür da oben. So. Ups. Hey. Geh zur Leitertrand. Oh, ich mach... Oh. Ich will aber nicht. Doch, willst du. Okay. Muss nur immer ein bisschen überredet werden. Da macht es auch gerne. So. So, jetzt müssen wir die... Ach, nee, hoch. Hinauf mit dir, hinauf. Ey, voll Dark Souls-Style hier. Immer den Schild nach oben. So ungelenk. So. So. Und dich auch. Komm her, komm her. Zack. So. Also. Oh, und da kommt der Korridor. Das fand ich auch ganz geil. Oh. Völlig verdreht. Ja, danke. Als ob ich das nicht gesehen habe. Ich glaube, am anderen Ende des Korridors erwarten uns dann zum ersten Mal die Hände. Ne? Ja, ja. Achte, oh. Achte auf die... Oh Gott, ich habe jetzt schon Panik, ey. Achte jetzt schon... auf die Schatten der Kreaturen. Okay. Also, zum Glück habe ich schon beiden Schlüssel. Sind die jetzt auch schon hier da? Ne, waren nur in dem Raum, ne? Die Wallhands. Boah, wie ich die hasse. Guck mal, die musste man nachher dann mit dem Pfeil, glaube ich, anschießen. Genau. Du dummes Schwein. Schweinegeist. Okay. Jetzt gibt's Pfeil und Bogen. Puh. Oh Gott. Wie viel sind? Ey. Oh. Ey. Du dummes Schwein. Kommst du runter? Boah, so ein Arschloch. So ein dummes Arschloch. Der ist vorhin einfach über dieses Loch rübergegangen. Gab es dieses Loch schon immer da oben?
Der ist einfach rübergegangen, oder? Aber ich fall da durch. Ich dachte, es wäre eine durchsichtige Glasplatte oder sowas. Boah, ey. Dieses Schwein. Na gut. Hilft ja nichts, ne? Wat mut dat mut. Scheiß Stalfos, ey. So. Gibt's wenigstens das Herz von dir? Immerhin. Immerhin. Ja, dass man den ganzen Weg dann nochmal machen muss. Oh, wie ich die hasse. Nintendo, ihr seid Schweine. Schweinepriester. So. Dieses dumme Loch, ey. Fast so dumm wie die Lochis. Beides Loch im Namen. Das Loch als auch die Lochis. So wie sich das gehört. So. Boah, ey, das ist so ein langer Weg vor allem. So ein langer Weg. Ach, mir doch egal. Ist nicht vorbei? Ups. Du sollst doch nur die Tür aufmachen. Du Schweinchen. Ups. So. Bitte, bitte. Du dumme Hand. Komm nicht in meine Nähe. Weil ich dich nicht mögen tue. Weil ich dich nicht mögen tue. Weil ich muss fast meine Meinung revidieren. Das mein Lieblingstempel ist. Guck mal. Er klettert einfach so rüber. Oh, wie Link auch das Schwert dreht, ne? Ich glaube, Link hat hier den Nachteil, weil er auch Linkshänder ist, oder? So. Ey. So ein Käse. So ein dummer Scheiß. Oh, da ist ja noch einer. Da sind ja noch zwei. Das kann es ja nicht sein. So. Energie. Kommst du her? So. Schon Energie. Ein Herz für mich? Komm. Alter, das gibt's doch nicht. Das reicht mir. Dieses dumme, dumme Scheißteil, ey. Nicht, die greifen nicht mal an, dass man kontern kann vernünftig. Nein. Machen sie nicht. So. Ups. Gib mir mal die Tang jetzt. Gib mir mal die Tang. Endlich. Der Feenbogen. Geil. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt.
Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt.